Neujahrskonzert 2014 der Bayerischen Vertretung in Berlin. Die Staatsministerin für Bundesangelegenheiten und Leiterin der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsministerin Christine Haderthauer, hat Gäste aus Politik und Gesellschaft im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt begrüßt. Schon zum 15. Mal, meine Damen und Herren, begehen Bayern und Berliner das neue Jahr mit einem gemeinsamen Kunstgenuss. Bayerische Musiker von Weltrang im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, das ist eine großartige Tradition. In diesem Jahr ist das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung von Kirill Petrenko nach Berlin gekommen. Auf dem Programm steht die dritte Sinfonie von Gustav Mahler, eines der größten Orchesterwerke der Spätromantik. Mit dabei sind auch der Damen- und der Kinderchor der Bayerischen Staatsoper. Das Bayerische Staatsorchester gehört zu den ältesten Klangkörpern der Welt. Seine Ursprünge reichen bis in das Jahr 1523 zurück. Das Neujahrskonzert in Berlin ist ein musikalischer Gruß aus Bayern in die Bundeshauptstadt. Jahr für Jahr bringt der Freistaat Musiker der Weltklasse auf die Bühne des Konzerthauses. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft unterstützt das Konzert. Der Reinerlös kommt einem Sozialprojekt in Berlin zugute. Wir wollen damit auch deutlich zum Ausdruck geben, dass in Bayern Politik und Wirtschaft Probleme gemeinschaftlich anpacken, gemeinschaftlich für ihre Heimat stehen, gemeinschaftlich das Land voranbringen wollen und das gerade in der Bundeshauptstadt zu zeigen, das steht uns gut an. Der Abend mit dem Bayerischen Staatsorchester in Berlin war für alle Gäste ein besonderes Erlebnis. Das war eine grandiose Aufführung einer grandiosen Symphonie. Im Übrigen auf die Idee, Mahlers Dritte auf das Programm eines Neujahrskonzerts zu setzen, muss man auch mal kommen. Einzigartiges, wunderbar musiziertes Konzert und natürlich besonders bemerkenswert herausragende Leistung des Kinderchors. Meiner Meinung nach kann man sich kaum etwas besser wünschen als Eröffnung eines neuen Jahres. Und deswegen, wir haben sehr genossen. Also Mahlers Dritte überhaupt im Konzertsaal zu erleben, ist ja schon ein grandioses Erlebnis, weil ja der Aufwand auch sehr groß ist. Und das war nun wirklich herausragend. Und wenn man schon von sowas wie Gänsehautgefühl sprechen kann, dann hat das hier gepasst. Das Neujahrskonzert der Bayerischen Vertretung in Berlin. Ein besonders glanzvoller Auftakt für das Jahr 2014. Thank you.